Hallo. Sind Sie auch ausgeruht wie ich? Dann wieder ran ans Werk. Haben Sie schon eine Aufgabe? Truppler? Wie bitte, mein Helm ist defekt, deswegen gerade nicht verstanden. Ob Sie schon eine Aufgabe zugeteilt bekommen haben? Warten Sie noch mal kurz, ich bin ganz fertig mit dem Was Helm. stimmt mit Ihrem Helm nicht? Ich weiß es auch nicht, ich glaube, ich sollte mir einen neuen zulegen. Ob Sie schon eine Aufgabe von Captain Phasma erhalten haben? Weiter Flint fahren. Ja, dann los! Immer diese Sturmtruppler. Hab mir festgestellt, ich muss mehr Paste auf die Pfeile auftragen. Oh, Captain Phasma wurde gerade wild getötet. Das ist Kacke. Aber das ist jetzt so Arg-Meldung, die reinkommt. Eigentlich kann ich das nicht wissen, dass sie jetzt verstorben ist. Und wir haben gesagt, durch PvE, also wirklich PvE-Tote, ich bin da überfallen worden und ohnmächtig worden oder so. So tun wir das betiteln. Nur, dass wir das Bescheid wissen. Und ihr habt ja auch die Meldung gesehen wie ich, ne? 130er Sabertooth wäre ja, so, wenn man so PvP-denkmäßig wäre, das ja schon ein cooles Tier. Aber in Wirklichkeit wissen wir ja gar nicht, wie stark ein Tier ist und so weiter. Also, die Meldung einfach ignoriere. Wir warten jetzt quasi auf den John Sky, weil die Mission wäre erfüllt. Alter. Ich glaube, es hackt. Brutzelt. Werkzeug geklaut. Ich zieht. Mistviecher. Was fliegt denn da hin? Der Hai? Ich hab, glaube ich, gerade Grafikfehler oder was gehabt. Ah, da war Axi im Stream, oder? Hm. Oh, hier ist auch Feuer. Oh, Feuer. Stimmt ja, ich könnte ja auch mal. Ich hab hier auch ordentlich Fleisch. Und Tame. Wenn ich mal dumm mal so Snack gönne. Immer wieder fit. Machen wir jetzt doch schwarze Beete-Farme. Dann würde ich da dafür auch der schwarze Fahrer. Wolfin. Oh, was ist denn da oben? Was ist denn das? Das ist doch ein Imperialer. Oh, wie er Geräusche macht. Kennt man denn? Der letzte Slot, also das ist ein Passiv-Tame. Okay. Müssen wir mal gucken, was das ist. Sind irgendwas aus dem Star Wars Mod. Hat mir nichts gezeigt. Mal gucken, wie das heißt. Sturmtruppler! Ja. Kontrollieren Sie mal, was dieser Droide braucht. Aber nicht verjagen, vorsichtig!
Wie soll ich das wissen, ne? Richtig. Eine Art. So. Vogels. Wie wir diese herbekommen, keine Ahnung. Also, das ist ein Witz, aber die kommen ja nur vom Himmel. Da. Mit einer Okay. ihrer Macht wir könnten da was. Vielleicht ist es aber imperialer, verwandter. Maustroide, süß. Schade, ich mach den. Ich war mir nicht sicher, er ist so nah an unser Lager rangefahren. Vielleicht ist es doch ein im Rebellendruide gewesen. Ich weiß nicht. Sieht so. Gehen Sie wieder Ihrer Aufgabe nach. Vielleicht mal Signal für John Sky Sender. Alter, jetzt hat. Was hat er denn eine schrille Ton gemacht? Wie. Woko. Ich sammle erst jetzt nur schwarze Beere hier. Ich habe halt jetzt gehofft, dass wenn ich deine Maus-Droid kaputt mache, dass dann irgendwas so loot ist, so wie bei der Rebelle-Droide, die wir bis jetzt hatten. Aber dem war nicht so. Nichts gedroppt. Fortnite abbaue. Und müssen wir ja alles erstmal rausfinden von den Mods her. Mein Sturmtruppler hatte auch keine Informationen drüber. Und wo sich Captain Phasma rumtreibt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall läuft mein Sturmtruppler da ohne Befehle rum, so wie ich das mitgekriegt habe. Geht er im Moment seinem ursprünglichen Befehl noch von Flint. Na, Flint brauche ich ja schon mittlerweile gar nicht mehr. Habe jetzt schon wieder genug Pfeile. Aber ich lasse nochmal sammeln, weil die anderen brauchen ja auch Pfeile. Ups. Ja, das ist halt arg, ne? Farmen muss man. Und funktioniert arg nicht. Und ich habe noch nicht genügend Sturmtruppler, dass ich nämlich farmen muss. Aber ich könnte Sturmtruppler mit einem Pacher farmen oder so und ich kümmere mich, dass das Haus zugeht. Was könnte ich machen? Oh, wer läuft denn da? Stehen geblieben! Wer sind Sie? Weisen Sie sich aus! Können Sie nicht sprechen? Wenn Sie sich
sich nicht ausweisen können, dann sind sie dem Tode geweiht. Und Dribbler? Ja. Ja, ihr könnt reden. Weisen Sie sich aus. Gehören Sie zu den Rebellen? Nein. Sondern? Sturmtruppler. Was ist Ihre Nummer? Er braucht wohl ein bisschen länger, bis er antwortet. Wir haben nach Ihrer Nummer gefragt. Wo ist Ihre Rüstung? Ich habe keine erhalten. Okay, unser neuester Sturmtruppler-Rekrut wird Ihnen eine Rüstung besorgen. Folgen Sie ihm. Einfach mitkommen. Warten doch, ich muss nur noch inladen. Einfach mitkommen, ich weiß das. So. Also, ein weiterer Sturmtruppler bekommen. Oh, der bekommt jetzt auch noch seine Rüstung. Für euch zur Erklärung, das geht am Druide, ne? Nur, dass wir wissen, wo der die jetzt herholt. Einmal kurz stehen bleiben. Ich muss mal ganz kurz kommunizieren. Mach da weiter Narkotik. Mitkommen, bitte. So, da läuft wieder ordentlich Narkotik. Das ist gut. Nochmal ein Breitmaul. Das ist ein wildes Breitmaul nochmal. Direkt an der Base. Einfacher kann man es nicht tamen, ja, das ist so. Einfacher kann man nicht tamen. Geil. Vielleicht tausche ich dann doch nochmal einer aus. Hopp, kipp um. Das ist doch lange. Nicht? Nochmal ein Pfeil gebraucht, ich fass es nicht. Nochmal austausche, ja, Wahnsinn, geil. Nochmal ein Breitmaul vor der Base getankt. Leider war kein Sturmtrippler dabei. What the? Was war das? Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Könnten wir das erklären, wie jetzt die ganzen Druiden hierher kommen? Anscheinend hat unser Druide ein Signal abgesendet, das andere Druiden angelockt hat. Ich habe diese gefunden. Ich war auf dem Weg auf Erkundungstour und habe eine Süßwasserquelle gefunden und auf dem Rückweg sind mir diese Druiden über den Weg gelaufen. Aha. Und haben Sie sich schon nach Wanzen kontrolliert?
Ich, mein Lord, das habe ich getan, bevor ich zurückgekommen bin. Wir haben einen neuen Sturmtruppler ohne Rüstung. Kümmern Sie sich darum. Natürlich wird sofort ausgestattet. Und finden Sie raus, welche Kenntnisse er hat. Jawohl, mein Lord. Sie wissen ja, was uns immer noch fehlt. Der fresst uns schon mal gleich aus der Hand. Das ist schon mal sehr gut. Oh ja. Wow! Ich flott! Schicke Fräßig, also dann ergibt man auf jeden Fall im John Sky. Droiden sind ganz schön laut. Diese da jetzt gefunden hat. Hoffentlich verroten die uns nicht. ...120 Level kriegt er dazu, wenn er wieder aufsteht. So, mal gucken, ne? Vielleicht kann ich dann eins von der Weibchen austauschen mit ihm. Willkommen im Stream, Leon. Commander? Geben Sie sich zu erkennen? Ich bin Stormtrooper 361 von den Pionieren. Ah, sei gegrüßt, Stormtrooper. Jetzt hier dieses Ding, ein Stormtrooper gefunden, der mich hierher gelotst hat. Sehr gut, dass Sie zu uns gefunden haben. Was für besondere Kenntnisse besitzen Sie? Ich bin, wie gesagt, bei den Pionieren gewesen und habe eine Ingenieurseinheit abgeschlossen. Sind Sie vertraut mit dem Bau einer Base? Ja, Sir. Sir, ich bin eine Frau. Tut mir leid, Captain. Macht der Gewohnheit. Mein Lord, ein neuer Sturmtruppler hat zu uns gefunden. Imperator. Schön, weitere Überlebende zu finden. Ich sehe, geht's Ihnen gut. Das ist das Wichtigste. Soweit? Der hat diese Code euch gefunden. Das werden immer mehr Sturmtruppler. Hilfe! Ja. Schon, wir haben uns auf dem Weg getroffen. Das ist sehr schön. Unheimlich. Was hier für Wesen rumlaufen. Noch nie gesehen. Unbedingt ihren Helm reparieren. Ja. Sie sind Stormtrooper, Ihre Dienstnummer bitte. 151. Sie gehen jetzt bitte. Mein Lord, brauchen wir irgendwelche bestimmten Ressourcen? Zeit. Metall, was dieser Schmuggler haben wollte, wäre ganz gut. Sie haben es gehört, Stormtrooper 151, gehen Sie und holen Sie uns Metall. Okay. FN2187, zeigen Sie ihm, wo er welches findet. 360, ich mache Ihnen mit dieser Kreatur vertraut. Mein Lord, Stormtrooper 361 ist mit der Architektur vertraut. Oh. Dann unterliegen Sie Captain Phasma. Erstmal. Danke, mein Imperator. Endlich haben wir Architekt. Endlicher Architekt. Ich zeige Ihnen, mit was wir momentan arbeiten müssen.
Rätsel an. Noch wieder. Der Herr Imperator hat hier versucht, eine Base aufzubauen, aber wie Sie sehen, das Dach fehlt, eine Wand ist kaputt, die Kisten sind auch nicht wirklich nützlich. Ich bin gekommen, um zu schauen, wie weit Sie mit dem Auftrag sind. Es ist definitiv so weit, so gut. Verbesserung gut. nötig. Wir brauchen Räume, damit jeder Stormtrooper seine eigene Kabine besitzt. Und wir sollten, wenn möglich, auch von hier weg. Kommen Sie mal mit. Sehen Sie den einzelnen Baum dort drüben? Ja. Das ist eine große, eine etwas größere Gerade. Ich würde Ihnen diese drei Tiere überlassen. Entweder wir könnten dort eine größere Basis aufbauen. Ja, die sehen doch gut noch aus. Weiter in diese Richtung befindet sich eine Süßwasserquelle. Damit wird mein Auftraggeber sicherlich seine Freude haben. Für einen, ein Stützpunkt. Sind da jetzt auch mehr von diesen Ragnarthaler drin? Wo er seine Also dieses Grün ist schon recht aber selten. Aber Sie können ja schon mal anfangen zu inspizieren, wie viele Ressourcen wir haben und sagen, was wir Sie noch brauchen. Dann geben Sie mir Bescheid und ich werde die anderen beiden Stormtrooper dazu antreiben, die benötigten Materialien zu beschaffen. Zu Befehl, Captain. Muss ich doch halt erstmal ihre freilassen, dass er so entgehen damit kann. Halt das Schöns. Dann so meine Maus hin und her, was ist dann das? Gut, dann kriegen Sie hier Ihre Bezahlung. Wäre ja tot gewesen, wenn nicht. So sehen also diese Ragnarthaler aus. Ja. Kennen Sie sich auch irgendwie mit diesem Metallstoff aus? Welchen Metallstoff? Bleiben Sie mal noch hier. Ja, Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Ich brauche einen Rohstoff von diesem Metallzeug. Jawohl, ich werde einen aus der Base holen. Sturmtruppler 151, was ist mit Ihrer Ausstattung? Ich wurde von einem dieser Tiere, von einer Klippe geschubst. Und dabei ist die Rüstung zerstört. Mal nachsehen. Gehen Sie zu Captain Phasma. Ja, unglaublich, jetzt haben wir hier schon Nacktflitzer. Stormtrooper, im mittleren Druiden befindet sich Rüstung. Was laufen die auch hier so rum? Das ist... Er ist mal ganz kurz verreckt. Er hat gedacht, er könnte fliegen und ist eine Klippe runtergerannt. Verreckt. Wir konnten ihn wieder zusammenfliegen. Der mittlere Druide beherbergt noch ein Ausrüstungsset. Holen Sie sich welche. Eben seine Aussage stimmten jetzt. Sturmtruppler 151 sagte, er ist abgerutscht. Ja, ganz meinerseits. Naja, also... Und Sie sagen, er ist gesprungen. Es sah so aus, als wäre einfach runtergerannt. Hier, eine Probe des Materials. Die kümmern sich um ihn. Aber voll ausstatten. Das meinten sie. Sollte es ihnen besser zeigen. Wenn sie sich einen Ofen bauen, darin können sie eine größere Hitze erzeugen. Damit können sie das Metall zu Barren schmelzen. Das kann man eindeutig besser verwenden. Haben Sie Kenntnisse von so einem Ofenkonstrukt? Ja, ist eigentlich recht einfach. Bauen Sie sich einfach eine Feuerstelle aus ein paar Steinen. Und machen Sie oben rüber ein weiteres Dach mit wieder ein paar Steinen. Das ergibt eine deutlich größere Hitze. Kommen Sie rein. Sehen uns wieder, John Sky. Ja, ich habe außerdem noch etwas für Sie. Ich habe nämlich nochmal an meinen Funkgeräten rumgetüftelt. Da war ein Kabel locker. Jetzt müsste es besser funktionieren. Und hier natürlich Ihr Metall zurück. Was nimmst du? Ich werde mit unserem Architekten sprechen. Also, wo ich das letzte Mal vom Gerät benutzt habe, bin ich aus dem Game rausgeflogen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. So.
Stormtrooper 151. Sie können gerne auch ein Breitmaul mitnehmen zum Farmen, aber bitte... Können Sie mich übers Funkgerät jetzt verstehen? Ja, perfekt. Nehmen Sie jetzt hier Voku. Höre ich Sie auch. Sehr gut. Jo. Gut, wenn Sie was brauchen, dann funken Sie mich an. Ich muss Ihnen was zeigen, es sieht sehr groß aus. Wenn ich nicht sofort antworte, dann kann es sein, dass ich gerade beschäftigt bin, aber ich werde mich dann schnellstmöglich bei Ihnen melden. Oder außer Reichweite. Den anderen Stormtrooper. Ja, ich bin aber in der Regel hier in der Gegend. Captain? Wir haben gerade... Gut, Ihr Funkgerät funktioniert. ...bei einem Einheimischen erzählt bekommen, wie es uns möglich sein soll, dass Roma... Und die Macht mit euch sein. Mit Ihnen auch. Ist ja gut. Er meinte, wir sollen eine Art Feuerstelle, eine erhöhte Feuerstelle aus Steinen bauen. Und oben drüber dann nochmal so eine Art Dach. Um das Feuer heißer werden zu lassen. Meinen Sie sowas wie einen? Ich werde mich drum kümmern, Captain. Versuchen Sie eine Konstruktion aufzustellen. Wir haben drin eine ganze Kiste voll mit diesem Material. Wenn Sie es zum Laufen gebracht haben, versuchen Sie alles zu schmelzen. Okay. Haben Sie jetzt kurz Zeit? Worum handelt es sich denn? Ich weiß es nicht. Es ist sehr groß und ich denke sehr stark. Eine Kreatur? Ja. Wie viele Einheiten werden wir benötigen? Mehr als. Es sind zwei Stück. Ihr Helm ist echt defekt. Captain Phasma, gehen Sie die Lage abchecken und nehmen Sie so viele Truppen, wie Sie dafür brauchen. Und wenn es bis alle benötigt werden, dann ist es so. Ich werde erstmal Auskundschaften. Nehmen Sie den Schwarzen. Aber verlieren Sie mir ihn nicht, mein Herz liegt an diesem Tier. Dieser Druide schon wieder an. Er wird uns noch verraten bei dem Lärm. Und wieder ist ein Rebellenschiff zerstört worden. Ich weiß echt nicht, wie wir diese Schlacht verlieren konnten. Unser Sternenkiller ist doch so zielsicher. So, jetzt haben wir von deiner Taler, von der Ragnarok-Taler, da müssen wir dann aber erstmal gucken, was die wert sind, so. Funker die jetzt mal hier. Das Funkgerät habe ich extra abgelehnt, weil sonst würde ich die ganze Zeit Funkgerät benutzen und das ist ja nichts. Mit dem Händler Kontakt aufnehmen will, dann... Richtig ist aus und dann funktioniert die Sache.